Nun, der Pariser Salon ist nach wie vor die größte Publikummesse, auch dadurch, dass hier drei Wochenenden inkludiert sind. Und deshalb und natürlich, weil Frankreich und speziell Paris ein wichtiger Fokuspunkt in der Welt, in Europa speziell sind, ist es natürlich für uns eine super Gelegenheit, unsere Performance darzustellen. Wir waren super erfolgreich mit dem GLE, den wir jetzt ablösen werden. Wir haben praktisch bis zum letzten Tag an der Kapazitätsgrenze produziert. Wir wissen aber, dass der neue GLE noch einmal ein neues Niveau aufmachen wird. Wenn ich vom Offroad-Betrieb spreche, dann komme ich zum Chassis. Das Chassis ist in seiner echten Geländefähigkeit noch einmal besser ausgebildet als beim Vorgänger durch ein neues elektrodynamisches Federbeinsystem und stellt uns damit wirklich über den gesamten Wettbewerb in den Performance-Daten. Aber auch auf der Straße ist der Komfort noch mal besser geworden. Nicht zuletzt auch mit der Eigenschaft, dass das Fahrzeug, unser sogenanntes Curve-System, sich in der Kurve nach innen neigen kann und damit noch ein besseres Komfortniveau darstellt. Sicherheit, natürlich eine Mercedes-Disziplin. Hier haben wir durch neue aktive Systeme einen noch besseren 360-Grad-Rundumschutz für unsere Kunden geschaffen.